Dieser kleine Kaffee, den gönne ich mir jetzt auch. Und wünsche euch einen guten Morgen. Und gleich geht's weiter. Da mache ich eine kleine Videoantwort. Zum Wohl. Hier habe ich ein Victorinox Swiss Champ, was am Gürtel gerne bei mir an erster Stelle ist. Aber es geht auch so, wenn man am Gürtel nichts Schweres haben will. Also, das ist meine Nummer 1 in 2023 und damit auch eine Fortsetzung von 2022, wenn ihr euch das Video nochmal von letztes Jahr angucken wollt. Nummer 2 ist von dieser Tasche in diese Tasche gewandert. Da habe ich analog zum Jahr 2022 auch ein Swiss Champ drin, also das gleiche wie das, nur ohne Zange, ein Layer weniger. Nebenbei gesagt, hier ist eine Glow in the Dark Rubitec Solarlampe, reicht aus für die meisten Anwendungen, die ich brauche, und der kleine Holzlöffel. Nummer 3 ist das Mercator. Wen würde es überraschen? Ich mache es gerade mal einhändig auf mit Hilfe des Knies. Schöne Patina, von Waldberg gemachter Clip, modifiziert. Nummer 4 ist das Thuja-Messer, das den Flipper, oder wie das heißt hier, wegpoliert gekriegt hat, weggeschnitten und poliert. Und dann habe ich mit einem Bohrer vom Zahnarzt hier eine Nagelhau angebracht. Und damit kann man das Messer wunderbar öffnen. Durch die Kugellager geht es so leicht. Das Thuja, also auch etwas modifiziert. Wunderbares Titanmesser, was ich aber erst an vierter Stelle habe, weil es für das Gewicht fast wie ein Swiss Champ natürlich eine große Schneide bietet, aber nicht die Zusatzfunktion. Und als letztes in 2023, und das ist eine Neuerung gegenüber 2022, wo ich ein kleines Nummer 8 Opinel habe, ist das große Nummer 12. Übrigens hier einfach ein Stückchen Fahrradschlauch dabei, kann man für viele Sachen verwenden. Das große, was von Buntbär, glaube ich, war es, modifiziert worden ist. Da muss ich mal gerade gucken, ob ich das auch irgendwie einhändig aufkriege. Das sind ja alles Zweihandmesser. So, auch hier gibt es einen Nagelhau. Und ich greife da rein. Ich tue es mit dem Zangengriff ein bisschen herausnehmen, bis so viel draußen ist. Und dann kann man es einfach an irgendeiner Kante aufhebeln. Auch mit einer Hand sollte es mal notwendig sein. So, und verriegelbar. Also zusammengefasst, Nummer 1. Übrigens auch mit Felix Imles Empfehlung Kugellager für den Bowdrill. Nummer 2 und damit auch schon ein halbwegs EDC das Gesamtpaket. Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Jetzt eine Hokkaido-Suppe noch aus dem eigenen Garten.